Erstaunliche Orte auf dem Planeten. Einige der neugierigsten und erstaunlichsten Orte, die wir auf dem Planeten finden können. Salipi, die gemalte Stadt. Salipi ist ein Dorf im Südosten Polens, 68 Kilometer östlich der Hauptstadt der Region Krakau, die für ihre wunderschön bemalten Häuser bekannt ist. Die Tradition der Innen- und Innenausstattung der Häuser begann im späten 19. Jahrhundert, als altmodische Öfen durch neue Öfen mit Schornsteinen ersetzt wurden. Unia. Die Sahara-Wüste ist nicht gerade für ihre Seen bekannt, aber diese 18 miteinander verbundenen Seen sind ein UNESCO-Weltkulturerbe. Sie umfassen 62.808 Hektar und haben eine maximale Tiefe von 27 Metern. Wüstenatmosphäre. Der Desert Atem, Atem der Wüste, ist ein Kunstwerk, das im Juni 1995 begann und im März 1997 endete. Die Figur umfasst 100.000 Quadratmeter, dafür wurden 8.000 Kubikmeter Sand verdrängt. Es liegt in der Mitte der Sahara, in der Nähe des Roten Meeres. Die verlorene Welt von Ongding. Ongding ist ein Bezirk in der Provinz Fujian, der an eine verlorene Welt erinnert, indem er mit wenigen Änderungen eine Kultur, Traditionen und konstruktive Formen bewahrt, die auch heute noch jeden ausländischen Besucher überraschen würden. Ongding ist ein Gebiet, das von ethnischen Gruppen wie der Hakka bewohnt wird, die unter anderem kreisförmige oder eckige Wohngebäude in einer ummauerten Anlage mit einem überfunktionellen Dasein errichteten, die zwischen Clans eine nachhaltige Lebensweise teilen, mit windgeschützten Häusern, hellen, belüfteten und belüfteten Gebäuden in der Lage, ein Mikroklima zu erzeugen. Friedhof von Booten in der Sahara. Obwohl es das Treffen der Wüste mit dem Meer wäre, in einer der Grenzen der Sahara, gibt es in Mauretanien einen Strand in der Bucht von Nouakchott, wo die Wüste auf einen Friedhof mit Booten trifft, der größte der Welt. Ein einsamer Ort, an dem alte Schiffe gestrandet sind. Stadt von Palma Nova. Im 16. Jahrhundert, in der Renaissance, versuchten mehrere Architekten, die alten mittelalterlichen Dörfer zu organisieren und zu renovieren und sogar neu erbaute Städte zu entwerfen. Die Suche nach der idealen Stadt, im Gegensatz zu dem chaotischen und ungeordneten mittelalterlichen Modell, war ein ständiges Anliegen von Künstlern und Gönnern. Weißer Tempel von Wat Chong Phun. Wat Chong Phun ist ein buddhistischer und hinduistischer Tempel in der Provinz Chiang Rai, Thailand. Wat Chong Phun unterscheidet sich von jedem Tempel in Thailand durch einen Ubosut Pali, Uposatha, eine Art Besprechungsraum. Der Besprechungsraum des Tempels war mit Weiß und Kristallen dekoriert. Die Farbe Weiß bedeutet die Reinheit des Buddhisten, der Kristall bedeutet Buddhas Weisheit als das Licht, das in der Welt und im Universum scheint. Punkt. Insel Socotra. Socotra ist eine kleine jemenitische Inselgruppe mit 4 Inseln im Indischen Ozean. Die größte Insel enthält etwa 95% der Landmasse des Archipels. Es wurde als die extraterrestrischste oder exotische Insel der Welt beschrieben. Wie die Galapagos-Inseln gibt es hier 700 sehr seltene Arten von Flora und Fauna, von denen 1/3 endemisch ist, das heißt, sie existieren nirgendwo sonst auf der Erde. Der Wasserfall des Feuers. Manchmal bilden die Gefahren der Natur echte visuelle Brillen. Dies ist der Fall des Wasserfalls Hor Sitai oder Hor Sitai, der aus fast 500 Metern Höhe im Yosemite-Nationalpark, Kalifornien, fließt. Wenn die Sonne im Yosemite-Tal untergeht, wird der Wasserfall El Capitan von hinten durch den roten Schein der Sonnenstrahlen beleuchtet, was ihn in eine enorme und spektakuläre optische Illusion verwandelt, als ob das Feuer von der Spitze der Klippen fiel. Der Krumme Wald von Polen. Der Krummenwald oder Krümmelwald liegt am Stadtrand von Nowe-Czarnowo, westlich von Pomann, Polen. Es ist ein dichter Kiefernwald, dessen Stämme sehr gebogen sind. Es wird angenommen, dass sie gepflanzt wurden und gezwungen wurden, mit dieser Form zu wachsen, um später zur Herstellung von Booten verwendet zu werden. Das Auge der Sahara. Diese Struktur in Richard, auf dem afrikanischen Kontinent, ist dank ihres fast 50 Kilometer Durchmesser im Weltraum sichtbar und zieht mit ihren kuriosen konzentrischen Ringen auf sich. Es liegt in der Sahara, Mauretanien, in einer Höhe von 400 Metern über dem Meeresspiegel. Es wird angenommen, dass es das Produkt eines Meteoriteneinschlags ist. Die Höhle der Riesenkristalle von Naica. Die Naica-Mine, südöstlich der Stadt Chihuahua im Norden Mexikos gelegen, ist seit 1794 eine bekannte Mine, obwohl ihre Ausbeutung erst 1900 begann. Bekannt wurde er jedoch erst vor einigen Jahren, als einer der spektakulärsten geologischen Komplexe entdeckt wurde, und wahrscheinlich das größte Wunder der natürlichen unterirdischen Welt, die Höhle der riesigen Kristalle. Die Tür der Hölle.
1971 installierte ein Team sowjetischer Geologen in der Wüste Turkmenistans ein Bohrgerät zur Suche nach Erdgasvorkommen. Plötzlich brach die Plattform zusammen, der Boden brach unter ihnen zusammen und sie fanden einen riesigen Krater mit einem Durchmesser von 60 Metern und einer Tiefe von 20 Metern. Sie hatten eine unterirdische Höhle voller Erdgas entdeckt. Um zu verhindern, dass das Gas weiterhin aus dem Krater austritt, beschlossen die Forscher, es in Brand zu setzen und darauf zu warten, dass es in wenigen Stunden gelöscht wird. Mehr als 40 Jahre später brennt der dort Hellkommandant nach den Einwohnern des Nachbardorfs der Weze, immer noch. Tschechien. Die alte Stadt Tschechien in China, die vor 1800 Jahren gegründet wurde, ist jetzt unter Wasser. Sein großartiger Erhaltungszustand bringt Archäologen immer wieder in Erstaunen. Flatterdake. Flatterdake ist ein Gletschersee, der sich im Bundesstaat Montana, USA, befindet. Mit einer Fläche von 495,9 km² Quadrat ist er der größte See in Montana. Seine Gewässer sind so transparent, dass sie schwindelfrei baden können. Diejenigen, die zu Besuch kommen, erwähnen, dass es das Gefühl gibt zu fliegen.